Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Spezials Wahl 13. Wir sind diesmal für Sie zu Gast in Neukölln. Neben mir steht Fritz Felgentreu, Kandidat der SPD hier in Neukölln. Und ich würde sagen, wir gehen einfach noch ein Stück ein bisschen durch den Kiez hier. Herr Felgentreu, wir haben jetzt viel über Bildung gesprochen, über wie kriegt man Kinder auf eine ordentliche Laufbahn, über Kita-Plätze. Das kostet ja alles Geld. Mhm. Kann die SPD das, was sie versprechen, auch wirklich durchfinanzieren? Ich bin der festen Überzeugung, dass das geht. Ich habe ja schon einmal gesagt, der Bund gibt jedes Jahr 200 Milliarden Euro für familienpolitische Leistungen aus. Und Sie merken selber, dass das, was wir an Familienpolitik machen, nicht unbedingt die Erfolge bringt, die wir gerne hätten. Es werden von Jahr zu Jahr weniger Kinder in Deutschland. Und trotzdem 20% eines Jahrgangs etwa, zumindest in Berlin, schaffen wir es nicht, so von der Schule abzugehen, dass sie hinterher einen Ausbildungsplatz finden, dass sie hinterher einen Studienplatz finden. Ganz offensichtlich machen wir in der Familienförderung einiges falsch. Wenn man nur einen kleinen Teil dieser 200 Milliarden anders ausgeben würde, könnte man unglaublich viel machen. Beispiel Ganztagsschule. An einer Ganztagsschule müsste es ein anständiges Mittagessen geben. Und am einfachsten wäre es, wenn man so ein Mittagessen kostenfrei anbieten könnte, in einer vernünftigen Qualität. Hat sich denn das Thema Ganztagsschule soweit schon rumgesprochen? Es gab ja viele Gegner. Mittlerweile in Berlin kann man sehen, das funktioniert ja relativ richtig, gut. Richtig, genau. Ne? Also als Beispiel ist hier das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Neukölln. Das war kurz vor der Schließung. Nur noch 30% eines Anfängerjahrgangs, 7. Klasse, machte da Abitur. Dann wurde es umgewandelt in eine Ganztagsschule und inzwischen machen da fast wieder alle Abitur und sie liegen mit ihren Ergebnissen beim Zentralabitur im Landesdurchschnitt. Mhm. Man kann damit wirklich viel machen. Ja, jetzt um noch mal auf das Beispiel mit dem Mittagessen zurückzukommen, wenn man nur den Berliner Anteil vom Betreuungsgeld nehmen würde, von den 1,4 Milliarden, das wären knapp 100 Millionen Euro für die Berliner Kinder. Da könnte man damit kostenloses Mittagessen an allen Berliner Schulen und Kitas anbieten. Wie sehr kommt denn das, was Sie fordern und ja auch logisch jetzt erklären, bei jungen Wählern eigentlich an? Weil wenn man so ein bisschen den Dschungelwald, der auch bei Ihnen auf der Homepage abgebildet ist, liest man so Schlagzeilen, Wahlgang, Schultour soll Jungwähler an die Urnen locken oder Migranten im Wahlkampf, das Zünglein an der Waage. Das heißt, sind Migranten letztendlich hier im Bezirk das Zünglein an der Waage? Sind junge Wähler leichter zu begeistern als alte, vielleicht enttäuschte Wähler? Also das glaube ich erstmal nicht. Ich glaube, das Thema Ganztagsschule ist gerade bei Wählern, die noch Schüler sind, nicht unbedingt der Renner, mit dem man Wahlen gewinnt. Okay. Das ist eher was, womit man die Eltern überzeugen sollte. Und Neukölln ist ein großer Bezirk, der nicht nur aus migrantischen Neuköllnern besteht, sondern es leben in Buckow, in Rudow, in der Gropiusstadt, in Britz leben sehr viele Menschen, die einen ganz normalen deutschen Hintergrund haben. Ja. Und eine Politik, die eine Neuköllner SPD oder auch ein Neuköllner Kandidat macht, muss die alle überzeugen und nicht nur einen kleinen Ausschnitt. Wie hat die SPD eigentlich bei der letzten Bundestagswahl hier im Kiez abgeschnitten? Da lag ich bei 28%. War ja eine Katastrophenwahl für die SPD. Mhm. Meine Konkurrentin von der CDU lag 3,5% vor mir, bedauerlicherweise. Okay, aber auch nicht so viel. Ich würde ganz gerne mal an diesen Tisch rangehen. Entschuldigung, TV Berlin. Kennen Sie diesen Herrn hier? Das ist Fritz Felgentreu, der kandidiert hier in Neukölln für die SPD. Schon mal gesehen? Ich habe heute mal Nomad gemacht für Sie. Ja. Bei ZDF geht das, glaube ich. Und ja, daher ist mir Ihr Name heute aufgefallen. Genau. Okay, was ist rausgekommen beim Wahlomat? Darf man sagen? SPD und Linke. Das heißt, Herr Felgentreu wäre eventuell Ihr Kandidat. Haben Sie spontane Frage an ihn? Was bewegt Sie? Worum soll er sich kümmern, falls er gewählt werden würde? Das ist immer das drängendste Problem in Neukölln, was wir gerne angehen würden. Was ich gerne angehen würde? Ich bin nach wie vor der Meinung, wir müssen mehr für Jugend und Bildung tun. Damit wir nicht mehr wie bisher uns den Luxus leisten, dass ungefähr 20% der Neuköllner Schulabgänger hinterher in Hartz IV landen. Das wäre für mich das wichtigste Thema. Was ist für Sie denn das? Was ist das zweitwichtigste? Merken wir uns, was ist denn für Sie das drängendste Problem? Ist ja auch schon außergewöhnlich, dass Sie den Politiker fragen, was er für ein Problem sieht. Was sehen Sie denn für Probleme? Ich bin eigentlich ganz zufrieden in Neukölln. Ich weiß gar nicht, was ich so groß sehen würde. Mietpreise wahrscheinlich schon. Genau. Also ich bin selber noch in einer sehr günstigen Wohnung in der Sanderstraße. Aber was zahlen Sie pro Quadratmeter, wenn ich frage? Also ich habe 37 Quadratmeter, ich zahle 377 Euro warm. Das ist wirklich noch sehr günstig. Aber wir haben lustigerweise dieses Jahr für unsere Agentur Herrn
hier unseren Stadtteilbürgermeister interviewt, und der sprach auch das Mietpreisproblem an. Ich glaube, da muss für nicht nur für Neuzuzöglinge, sondern auch vor allem für die Menschen, die hier noch schon lange leben. Da sind wir wieder bei der Mietenbremse. Das ist das Zweite, was Sie ansprechen? Das wäre das Zweite, was ich auch angesprochen hatte. Ja. Das ist ein akutes Problem. Und das eine ist mehr so ein Langzeitproblem, das Bildungsproblem. Das Mietenproblem ist ein akutes Problem. Wir haben in Neukölln im Moment die höchsten Mietsteigerungen bei Neuvermietungen in ganz Berlin. In einigen besonders beliebten Kiezen. Und deswegen finde ich das absolut richtig, was im SPD-Wahlprogramm steht. Wir wollen ja eine Mietbremse gesetzlich beschließen lassen, dass man bei Neuvermietungen maximal nur noch 10% über den Mietspiegelwert gehen darf. Das nimmt so richtig den Spekulationsanreiz raus aus der ganzen Geschichte. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Bösen Journalisten und Buhmann spielen. Machen Sie doch. Das hat ja auch ein bisschen lange gedauert, bis Sie ja hier als SPD Berlin mit Ihrer Stadtentwicklungssenatorin, Wohnungsbausenatorin kapiert haben, dass das den Menschen unter den Nägeln brennt. Lange Zeit hat die SPD gesagt, Mieten ist hier in Berlin kein Problem. Also, wenn Sie mich das gleiche Thema vor 5 Jahren gefragt hätten, hätte ich Ihnen auch das gleiche erzählt und das wäre hier auch kein Problem gewesen. Okay. Vor 5 Jahren ging das hier im Reuterkiez mit den ersten so Galerien, den ersten etwas schickeren Kneipen los. Vorher gab es hier sowas gar nicht. Hm. Und da hinten im Schillerkiez gab es sowas überhaupt noch nicht. Ja. Also da hatten wir Leerstand in den Hinterhäusern. Da hatten wir zum Teil die niedrigsten Mieten in ganz Berlin. Und da haben wir händeringend nach Möglichkeiten gesucht, diese Kieze attraktiver zu machen. So, aber solche Dinge können sich sehr schnell entwickeln. Und heute sind wir einfach in einer anderen Situation. Sie sind einsichtiger geworden. Ich bin nicht einsichtiger geworden. Die Dinge haben sich geändert. Die Situation hat sich geändert. Heute müssen wir eine Mietpreisbremse durchsetzen, damit sich dieser ganze Neukölln-Hype, würde ich das mal nennen, damit sich das nicht überhitzt. Mhm. Damit das, was Neukölln im Moment attraktiv macht, in kurzer Zeit ist schon sehr unattraktiv und öde werden lässt. Das ist jetzt die Aufgabe. Und vor 5 Jahren war es eine andere Aufgabe. Darf ich Sie kurz fragen, woher Sie kommen? Sie klingen so ein bisschen zugezogen. Was hat Sie denn gereizt, hier nach Berlin, nach Neukölln letztendlich auch zu kommen? Also ich komme ursprünglich aus Köln, aber in Bremen Abitur gemacht. Daher kommt, glaube ich, so mein nördlicher Einschlag in der Stimme. Und ich bin vor einem Jahr aus Schöneberg nach Neukölln gezogen. Und Schöneberg habe ich als extrem unattraktiven Stadtteil empfunden. Das war aber auch die Ecke da Potsdamer Straße, wo wirklich gar nichts los ist. Also zumindest nicht für mein Interesse. Also kaum Cafés, kulturelle Angebote. Und hier in Neukölln habe ich eine Wohnung von einer Freundin übernommen. Also A, großer Vorteil, kein Suchen. Und B, sind halt doch hier sehr, sehr viele niedrigschwellige Angebote für relativ wenig Geld. Und ich arbeite hier in Neukölln, die meisten meiner Freunde wohnen in Neukölln und es ist eben doch ein Ort, wo sich viel trifft und wo viel passiert. Wo arbeiten Sie, wenn ich fragen darf? Bei der Agentur Gretchen. Wir sind auch eine kleine Filmagentur, hier direkt am Hermannplatz. Das ist ja schick. Okay. Also Herr Felgentreu, vielen Dank für Ihre Fragen. Neuköllner Kreativwirtschaft, ganz wichtig. Wollen wir gleich zu Start-ups, sprechen kommen? Ich würde nämlich gerne mal in Richtung Schillerkiez gehen. Wie erfolgreich. Halt nicht fallen. Kameramann muss uns einmal kurz umdrehen sozusagen. Schillerkiez haben Sie gerade eben angesprochen, die junge Kreativwirtschaft haben wir eben gerade kennengelernt. Wie sehr hat sich der Schillerkiez zum Positiven entwickelt? Naja, also ein Hauptgrund ist natürlich, dass der Flughafen zugemacht worden ist. Vorher war das eine sehr unattraktive Randlage, eingeklemmt zwischen dem Flughafen und der Hermannstraße. Und jetzt öffnet sich dieser Schillerkiez auf einer der schönsten Freiflächen, einer der schönsten Parks Berlins. Natürlich ist es dadurch viel attraktiver geworden. Da brauchen wir auch kein Quartiersmanagement mehr, oder? Gucken Sie sich an, wer da wohnt. Okay. Also der Schillerkiez ist attraktiver geworden und bei Neuvermietungen sind die Mieten da inzwischen hoch. Mhm. Aber die Bevölkerung ist ja die alte Bevölkerung nach wie vor. Sie müssen sich einfach mal angucken, was für Eltern melden ihre Kinder an der Karlsgartenschule oder an der Weisegrundschule in der Schule an. Ja. Und da sehen Sie, das sind die gleichen Familien wie vor 15 Jahren. Und diese Familien sind nach wie vor Familien, die viel Unterstützung und Hilfe brauchen, damit es alles vernünftig wird für Sie und Ihre Kinder. Ich spreche nämlich bewusst das Thema Quartiersmanagement an, weil ja die derzeitige Bundesregierung in diesem Bereich ziemlich viele Mittel gekürzt hat. Ja, und Sie diese Mittel wieder aufstocken? Das wollen wir unbedingt. Wir halten das für einen schweren Fehler. Es gibt nach wie vor ganz problematische Kieze in Berlin und überall in Deutschland. Und die soziale Stadt muss weiterhin dafür sorgen, dass hier der soziale Zusammenhalt gestärkt wird und dass sich aus dieser Selbstinitiative heraus so etwas Schönes entwickeln kann, wie wir es hier im Reuterkiez haben. Mhm. Bloß ist das immer alles, alle fassen sich an und singen Kumbaya. Und trinken Ingwertee und feiern Stadtteilfeste? Mhm. Oder wie konkret, ich will jetzt auch auf das Thema Stadtteilmütter ansprechen, wie konkret kann man mit Personen vor Ort, die wirklich da sind, als Schulhelfer, als Stadtteilmütter, als auch vielleicht Seniorenbetreuer, die mit denen mal irgendwie einen Kaffee trinken gehen, dass sowas im Kiez mehr gefördert wird, ein Gemeinschaftsgefühl. Genau, damit dieses Gemeinschaftsgefühl gefördert wird und damit man auch wirklich effektive Sachen auflegt, gibt es diese Quartiersräte, die ja auch bestückt wird, sind mit Leuten, die selber aus dem Kiez kommen, die diese Ideen entwickeln.
Und dass das funktioniert, zeigt eben etwa das Beispiel der Stadtteilmütter. Mhm. Das ist so eine Idee, die aus dem Quartiersmanagement heraus entwickelt worden ist. Ein Beispiel, die Weiße Siedlung in der Kölnischen Heide. Da hatten viele Eltern große Bedenken, ihre Kinder in die Kita zu geben. Und die Stadtteilmütter sind zu denen nach Hause gegangen, haben mit den Müttern geredet, haben denen das erklärt, warum Kita gut für ihre Kinder ist. Ergebnis, jetzt hat die Kita eine Warteliste in der Kölnischen Heide, die länger ist als die Anzahl ihrer Plätze. Okay. So, und jetzt haben wir da auch einmal das Problem, dass wir eigentlich eine zweite Kita da bräuchten. Dafür werden Sie sich einsetzen nach dem 22. September? Auch dafür werde ich mich einsetzen. Auch dafür. Aber Herr Felgentreu, wir haben nur noch eine Minute. Das ist für 30 Sekunden lang Ihre Kamera. Erklären Aha. Sie mal dem Zuschauer, warum er Sie denn wählen soll, weil er denn in Neukölln wohnt. Als Neuköllner Abgeordneter möchte ich gerne Neukölln in den Bundestag bringen. Ich möchte nicht irgendwie ein Interessenvertreter sein, sondern ich möchte die Themen, die uns hier in Neukölln bewegen, in den Bundestag tragen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das Themen sind, die ganz Deutschland was angehen. Und das ist eben vor allen Dingen die Frage, wie wir das schaffen, dass unsere Jugend so gefördert wird, dass sie nach ihrem Schulabschluss tatsächlich auch einen Ausbildungsplatz finden, einen Studienplatz finden und ein Leben ohne Hartz IV führen können. Denn das haben wir bisher noch nicht geschafft. Okay, das waren einige Themen, die wir heute angesprochen haben. Herr Felgentreu, vielen Dank. Viel Glück für den 22. September. Die Sonne scheint, da kann es ja nur noch besser werden. Vielen Dank für diese interessanten Worte. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sehen uns wieder morgen Abend um 20.15 Uhr hier auf TV Berlin. Dann kommt ein anderer Kandidat oder eine Kandidatin zu Wort. Mal sehen, von welcher Partei und mal sehen, in welchem Kiez wir dann zu Gast sind.